Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Entschuldigung, habe ich nicht umgedreht. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cilia. Wir sind immer noch in Magnus Zero. Geil, wa? Es ist immer noch schwarz, weiß, aber egal. Ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter, weil ich keine Ahnung habe, was uns hier erwartet und was noch kommt und überhaupt. Ich weiß nur, dass wir die ganze Zeit hier von Ort zu Ort wechseln. Verdammt. Komm her. Komm her. Komm her. Mein Geweck. Wollte sagen. Aber. Alter. 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 Aua. Oh Gott, ich bin gleich tot. Noch nicht. Danke, Lies. Verdammt, auf die Dings. Ach, ich bin die Glocke. Okay, ding, ding, ding. Boah, ist das alles schon. Oh. Warte mal. Wenn ich mich nicht irre, dann... Ach, du hast das hier. Kein Wunder. Er hat das dunkle Siegel. Kein Wunder, warum er so viel Erfahrungspunkte bekommen. Gibt einen, glaube ich, 1,5 mehr Erfahrungspunkte. Aber im Gegenzug bekommt man mehr Schaden. Wenn ich mich nicht irre, weiß ich nicht. Was habe ich denn hier gemacht, ey? Stärke. FP. Ach, was soll's hier? Einfach irgendwas machen. Wir leveln schnell auf, ja. Ja, wird man echt schnell auf. Also genug, um das Lilium, die Liliumkugel hier zu füllen. Hab ich so das Gefühl. Langsam würde ich aber gerne mal etwas Veränderungen hier sehen. Hier sind zwei Ausgänge? Oh ne, sag mir nicht, ich kann mich hier verirren. Ich bin nicht so gut in sowas. Wieder zwei. Wo soll ich denn wissen, wo ich jetzt hin muss? Muss ich mir eine Karte zeichnen oder was? Spezial plus. Das kann ich doch hier entbehren. Ha! Ausgetrickst Spiel. Muhaha, ich bin der Klügere. Verbeuge dich vor mir. Du, CD, du. Ding ist irgendwo da. Okay. Dann leck mich doch. Ich hab Bock, die ganze Zeit mein Inventar zu durchsuchen. Ich kann mal neue Waffen und so mal kaufen. Da wäre immer nicht schlecht, ne? Hey, hier ist Elises Hütte. Ne? Kennt ihr die noch? Aus den guten alten Zeiten. Und du siehst irgendwie... Gefährlich? Weltenwache. Okay. Zwei Stück. Ja klar. Ja. Verdammt, was mache ich denn hier? Zack, das hier mache ich. Mystikas. Ja, ich mir gedacht. Boah, das war eine schwache Wache. Ja, Elisa hat Level Up. Was hat mir das jetzt gebracht? Was war das jetzt? Aber ich level auf, das ist gut. Ist geil, schmeckt lecker. Und zwei Fähigkeiten. Biomes. Mit Zuversicht und Vitalität. Dafür gibt es jetzt erstmal ein paar FP mehr. Damit wir die auch ausrüsten können. Vitalität und neue Zuversicht. Wo ist es? Hier. Nach einem erfolgreichen Rückwärtsschritt ausreichend braucht die Dauerfolge, kommen nur keine TP mehr. Wen's interessiert?
Okay, wo muss ich jetzt lang? War jetzt weg. Hallo? Wo muss ich hin? Hallo? Also auf der Karte war hier irgendwas angezeichnet, aber jetzt nicht doch. Da oben? Ach, fuck. Ach, kann ich jetzt irgendwo da rüberlaufen oder was? Also ich gar nicht gegen den kämpfen müssen oder was? So ja. Ah. Ich bin verwirrt. Ah, geh weg. Ah, kriegst mich nicht. hi. Auch hier? Ne, ich kann immer noch nicht darüber. Er ist auf der Karte aber irgendwie anders eingezeichnet. So, irgendwas wollte ich machen. Ach ja. Erfahrung, ja. Kann ich mir gleich schon wieder neu kaufen, ja, so Gerichte. Schon wieder ein Checkpoint. Ja, machen wir einfach weiter. Nee, da kommen wir zurück. Wo? Hier lang. Ha. Na, verdammt. Keine Zeit mehr. Geht weg. Ah, ihr kriegt mich nie, weil ihr seid jetzt voll hoch und ihr könnt mich nie verfolgen. Geh weg. So, da. Nächstes Portal. Beam mich rauf. So. Und da sehe ich schon das nächste. Das ist schon wieder so ein dickes Ding. Wenn mal einer hier so halbwegs sagen, was ich hier machen soll. Sieht irgendwie wichtig aus. Also knüppel ich dich tot. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie rassistisch gegenüber Drachen bin. Nein, nein, nein. Okay, doch, vielleicht ein bisschen. Entschuldigung. Hab ich gehört, aber okay. Ich treffe dich noch. Aber ich schaffe es nicht, diesen kleinen Drachen abfällig zu machen. Ich knüppel ja schon zwei weg. Von den größeren. Und Elvin hat schon wieder ein Level ab. Das geht ja verdammt schnell. Ich kann eigentlich ein paar sparen, aber... Nee. Da klingt mir gar nicht nach mir. So. Nehmen wir einfach das hier. Jum. Dunkelschutz, geil. Wie viel gibt das? Na, Vitalität, hi. Komm her. Oh, neue Monsters. Ich hab einfach irgendwas mit, ne? Und rein hier. Und ey. Links. Und hier machen wir hier lang. Hier ist nichts, ne? Geh mal hoch. Runter. Hoch ist nicht runter, Daniro. Nein, 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 nein. Ja, ist gut. Und wenn ich hier rumkomme, dann bin ich wieder am Anfang. Was? Hey, da unten, da ist irgendwo was. Das war, glaube ich, nicht so gut. Ich dachte, da unten wären Speicherpunkte und so. Geh mal hier hoch. Blöd. Aber langsam hätte ich gerne mal etwas, ich weiß nicht, Veränderung. Was muss ich denn hier machen? Sag mir doch mal einer, was ich hier machen soll. Nur auch nur ein Mensch. Wollte ich noch mal hier hoch? Bringst du hier noch mal hoch?
Ja, nee. Hä? Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben verwirrt. Ich konnte doch gerade hier irgendwo hoch. Nicht wahr? Ha. Wo bin ich hier? Aua, Mann. Wie könnt ihr es wagen, mich in meiner Verwirrung zu stören? Zack, bam, 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 spam, spam, spam. Katsching, boink. Aua, pff. Boah, ich hier nur Port gemacht wurde, um zu wissen, wieso überhaupt. Aua. Still so hin, Ronan. Aber kannst du mal aufhören, dich anzugreifen? Was hab ich dir denn getan? Außer versucht, dich zu töten. War er ernsthaft, aber nur 2 oder 3 Kämpfe und wir kriegen mal ein Level up. Das ist geil. Da leb ich. Hätte vor dem finalen Bosskampf hier zu sein können. Oh nein, da habe ich über 1/2 Stunde lang hier herum verzweifelt. So, hier hoch. Haha, haha. Und wenn ich hier hochkomme, dann gibt es hier Shops. Und ich kaufe mir jetzt mal, keine Ahnung, eine neue Waffe. Wow, stark. Aber auch verdammt teuer. Ich glaube, immer noch nichts, Mann. Bei Level 90, 91. Und Metalle, komm schon. Wow, geil. Ich baller erstmal die ganzen Shops hier bis zum Ultimo auf und dann kaufe ich hier neue Sachen. Das war eine S1 und so. Wie das denn her? Hey, geil. Bringt gar nichts. Ja, Rüstungsladen. Drachenasche. Was zum? Ja, damit. Also, hier bin schön, meine ich nicht her damit. Ma. Hier nimm das. So. Nimm das hier auf, Dingens. Boah, ich hoffe, die nehmen mal irgendwann Pflanzen. Sollten wir vielleicht angucken, was die Sachen machen, die ich aufsammle? Danke. Und 13 Minuten und wir sind hier nur durch Magnus Zero rumgeeiert, haben ein bisschen gekämpft, Level Ups bekommen und Lehen aufgelevelt. Dann kann aber auch was passieren, was anderes. Oh, Ladebildschirm. Hi, wer bist du? Ja, eine Veränderung, oh mein Gott, damit komme ich nicht klar. Willkommen, Meister des Kampfes. Ihr habt euch gut geschlagen, wenn ihr es bisher geschafft habt. Wer seid ihr? Selbst ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Nach Zehntausenden von Jahren hat mein Name seine Bedeutung verloren. So lange lebt ihr schon? Meine Identität ist nicht wichtig. Ich will nur eines. Ewig kämpfen! Ich habe aber vermutlich kaum ein Recht, mich zu beklagen, aber mit dem Typen will ich nicht befreundet sein. Es gibt keinen Grund, sich mit mir hier zu widersetzen, denn wir sind bereits eins. Was soll das bedeuten? Liliumkugeln, die ihr tragt, sind die Wurzeln meiner Existenz. Vor einigen tausend Jahren habe ich sie in der ganzen Welt verteilt, um mehr darüber zu lernen, wie Menschen kämpfen. Ach was, ihr seid der Quelle Liliumkugeln? Aber, wieso genau? Nachdem ich die Grenzen meiner eigenen Kräfte erreicht hatte, musste ich einen Weg finden, noch stärker zu werden. Menschen sind zwar schwach, aber sie können unglaublich viel lernen. Liliumkugeln sind die Werkzeuge, die mich mit allen neuen, von Menschen erdachten Kampfwissen vorgehen. Oder so ähnlich. Erst die Entdeckung von Liliumkugeln versetzt die Menschen in der Lage, gegen Monster zu kämpfen.
Ohne sie hätten wir niemals die Vielfalt an Arts und Techniken entwickeln können, die wir heute benutzen. Sie gehören jetzt alle mir. Eure Macht bildet sich also in den gesamten Kriegsführungen der ganzen Menschheitsgeschichte? Wart ihr auch an der Schaffung der Teufelsbestien beteiligt? Das war ich tatsächlich. Ich habe einen Teil meiner Macht mit Menschen geteilt, der es wünschte und ließ die Bestien von ihm erschaffen. Du hast die gleiche Kampfpose wie Alvin, sehe ich gerade. Ich wäre glücklich, wenn sie stark genug geworden wären, um mich herauszufordern, oder so stark, dass die Menschheit neue Taktiken hätte erfinden müssen. Ich hätte nie erwartet, dass Menschen sie direkt besiegen können, aber es war eine angenehme Überraschung, als euch dies gelungen ist. Dies ist der Grund, warum ihr sie auf die Welt losgelassen habt? Wieso wollt ihr um jeden Preis kämpfen? Weil der Kampf mich am Leben hält. Nun kommt. Laben wir uns an diesem Kampf mal. Aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!